Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtesimulator 2013. Ja, dabei ist der Lars Hallo. und der Kai. Hallo. So, ja, wir haben da jetzt das ein bisschen professorisch ausgebessert, sagen wir so, und machen jetzt ganz normal weiter. Wir haben uns auch überlegt, kurze Zeit gehabt, das Feld hier noch zu kaufen, das daneben, die, gell? Es wäre nicht so verkehrt sogar, weil von der Größe her, das hat schon auch irgendwas. Ja, und es ist halt direkt bei uns. Und es steht halt voll zum 16er nachher, wenn wir sagen, wir wollen irgendwann auf Gras gehen, die zu jetzt einfach so ansehen und geht schon. Was ist das? Ja. Es wäre halt, ja, ist wurscht, du bist nämlich viel schneller als ich. Warum? Ja, weil ich ja nur 7 km/h fahre. Du hast auch doppelte Arbeitsbreite. Ja, aber trotzdem. Du bist wendiger und so. Und du. Was ist los? Nein, das passt perfekt. Ja, aber ich grubber da drüber, weil es geht nicht anders. Ich muss da drüber grubbern. Man muss nur fahren können. Nein, es geht nicht. Glaub mir's. Entweder du mal lässt Abstand oder du wartest jetzt mal 3-4 Längen und dann fangst an. Weil ich grubber da jetzt die Hälfte wieder weg. Da verlieren wir nur einfach Geld. Ganz langsam. Ich fahre auch mit 7 km/h Material schon. Nein, es ist nicht jetzt ernst gemeint, das ist einfach nur unnötige Geldverschwendung. Ja, ja, ich weiß schon, wie du das meinst. Ja, deswegen fahre ich jetzt ja mit 7 km/h, oder? Ja, 7 km/h. Kann ich auch eben einmal abtanken, wenn du Lust hast. Ja, das könnte ich auch machen, das wäre vielleicht sogar sinnvoll, habe ich gerade auch drüber nachgedacht. Bei 7 km/h ist nicht viel. Nö, vor allem bei einer, die übers Rad angetrieben wird, nicht. Und erstens einmal die Emmy, ich bin schon wieder froh, wenn sie weg ist, muss ich ehrlich sagen. Performance, ja. Die ist Horror. Ja, hier hinten am Hof, wenn man da nicht in die Richtung guckt, ist es einfach angenehm. Ja, da ist kein Problem, aber sobald du mit ihr arbeitest oder sonst was, hast du schon die ärgsten Probleme. Ja, darf man nicht mal so in die Richtung. Halt, ärgsten Probleme. Man sieht's jetzt nicht vom Spiel her extrem, man sieht's eigentlich nur beim Staub, dass der ein bisschen nicht so komisch ist. Ich weiß nicht, wie es im Video ist, weil der bei mir upskillen tut noch auf 30 FPS das Video. Weil er verdoppelt mal die Bilder. Und ja. Und dann sollte es eigentlich kein Problem mehr sein. Also ich tue jetzt gerade mit 18 bis 20 FPS aufnehmen und das ist nicht schön. Horror, ja, das ist selbst für LS zu wenig. Das ist dann alles so komisch, so schmierig fühlt sich das alles an, so ja. Gummibandmäßig. Genau, und das ist halt ein bisschen nervig. Vielleicht wird es auch das letzte Mal sein, wo wir die Emmy benutzen, keine Ahnung, müssen wir noch überlegen. Es ist halt, wir könnten mal probieren die Lampen, Kreislecke. Nee. Was? Die einzige, die da gut ist, ist die 3 Meter. Die okay. Anderen sind nicht zusammenklappbar, oder? Weiß ich nicht. Meine nicht. Du hast den Steier laufen lassen. Stimmt. Mach ich sofort. Vielleicht ist die 6 Meter sogar auch klappbar. Sieht sogar so aus. Ja, das wäre sonst ja idiotisch, wenn die nicht klappbar wäre. Dann müsstest du das ja blöd genommen jedes Mal mit dem Tieflader aufs Feld ja, fahren. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und dann wieder. Ja, doch, die sind, glaube ich, doch klappbar. Doch, die sind klappbar. Die hat zwar nicht so geile Animationen, aber muss ich ehrlich sagen. Die ist einfach nicht so performance-raumt. Da habe ich lieber keine so eine geile Animation, aber dafür ein bisschen mehr Performance. Ja. Überhaupt, das ist jetzt bei dem Feld ja kein Problem, da das kleine Feld, aber wenn man das blöd genommen. Da hat er schon wieder zu viel abgetankt und dementsprechend ist es ja wieder hin und her. Ja, kannst ruhig erstmal ein bisschen warten mit dem Abtanken. Ja. Wie viele Bahn hast du schon, Marco? Du kannst schon. Bin schon 2 entfernt. Überhaupt, wenn wir nachher die 2 großen Felder haben oder sowas und dann müssen wir beide mit der Kreislecke nachbearbeiten, wird heftig. Ja. Weil du einfach nicht klarkommst damit. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Kreislecke benutze, wenn es relativ nass ist? Funktioniert die überhaupt? Würde nichts bringen. Je nachdem, was. Ja. Wird halt alles wieder dicht schmieren da hinten. Das ist unnötig.
Weil kannst du eigentlich nur, wenn es ziemlich trocken ist, benutzen. Ja, das ist ja eigentlich nur zum Boden fein machen, zum krümelig machen. Ja, das was ist, wenn du gepflügt ist, hast und du, keine Ahnung, jetzt du hast geerntet, hast gepflügt, musst deine Frucht ansehen. Du hast jetzt noch, keine Ahnung, du hast eine Woche Zeit und davor hat es 5 Wochen lang geregnet und die eine Woche regnet es auch noch durch. Und du musst aber bis dorthin deine Frucht ansehen, sonst wird es ja nichts. Was magst du dann aufs Gepflügte? Das ist schwer. Was würde ich da machen? Weil wenn du damit irgendwas durchgehst, wird es auch nicht viel besser. Weil irgendwas musst du machen. Oder kannst du direkt mit der Sämaschine drüber? Führt da einmal mit dem Grubber durch. Und dann mit der Saatkombination. Und mit was für ein Grubber? Halt mit einem ganz normalen oder? Ja. Halt so 20 cm, 10 cm rein oder so irgendwie. Ja, irgendwie sowas. Weil auf dem Geflügten kannst du eigentlich sowieso nicht fahren, wenn es geregnet hat, weil da säufst du bei ab. Ja, du schmiert sich ja alles nur. Ja. Und ich glaube, für das frische Saatgut ist halt auch nicht. Ich glaube, das legt sich gar nicht rein, das verbiegt er ja relativ schnell alles, schätze ich. Sag mal so, du wirst da so gut wie nichts von ernten. Mhm. Und dein Feld wird auch ziemlich kaputt gehen dabei. Ah, das kommt ja auch vor. Was macht man dann eigentlich so richtig? Du kannst. Das ist ja, ich würde versuchen, ein halbes Jahr warten und dann versuchen, irgendwie was anderes dann halt im Sommer nachher sozusagen erst rein. Genau. Ja, du kannst ja bei Weizen und Gerste hast ja einen Vorteil. Es gibt einmal Winterweizen und es gibt einmal Sommerweizen. Ja. Genau. Ja, da musst du halt eben die Fruchtfolge mal ein bisschen außer Acht lassen, aber. Ja. Vorsicht, Kai, da kommt der Milchwagen um die Ecke geschossen. Ah ja, ich bin ja sowieso schon am Rückwärtsfahren. Nicht, dass er da. Nicht, dass er dich mitnimmt. Das ist ja das Lustige jetzt beim LS15. Die Autos haben ja 500 Milliarden Tonnen, so ungefähr. Ja, die schieben dich einfach so beiseite. Nein, sie bleiben stehen auch. Und sie fahren da so dicht auf, dass du. Ja. Dass die einfach stehen bleiben nachher. Wenn du Pech hast, dann kommt noch ein Auto von hinten und dann bist du eingeklemmt. Sorry für die ganz kurze Unterbrechung. Aber meine Arbeit hat mir weitergearbeitet. Aber wahrscheinlich nichts geredet, ich, ja, wie ich sie kenne. Bist du auch. Ja, was hat sie gesagt? Ich habe gesagt, wenn man Pech hat, dann kommt dann auch ein zweites Auto dazu und klemmt dich dann von hinten ein. Ah ja, stimmt. Ja, ich dachte, dazu sagt Markus jetzt was, deswegen habe ich. Nein, ich habe jetzt kurz nur die Zimmertür zu machen müssen. Weil war's ich gerade gedacht habe. Was? Wurde es zu kalt oder? Nein, scheiße, wir haben was vergessen. Was denn? Kalken. Auf Saatgut drauf gerissen. Nein, auf hier Saatgut. Hier ist es sowieso über Basis, oder nicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ne, hier ist leichter Säuregehalt. Mhm. Ja, ihr habt ja nur das kleine Feld. Da kommt einfach Kalk auf Saatgut drauf, ist auch egal. Ja, es bringt halt nicht so viel. Ja, aber welcher muss man trotzdem mal noch drüber fahren? Naja, können wir nicht wirklich, oder? Weil wir brauchen jeden Durchgang. Einmal brauchen wir ja für Spritzen nachher und einmal für Düngen. Also es gibt ja aber mehrere Wachstumsstufen. Ja, das ist jede Nacht. Ich immer 3 Nächte vorspulen. Ach so. Ja, aber dann musst du halt durchs volle, hohe schon durchfahren, das ist auch zart. Wieso? Wenn du jetzt, wo nichts ist, dann wo der erste Wachstumsstufe ist. Ja, und dann bei der zweiten. Ja. Ja, dann musst du halt eben mit dem Handball eben spritzen. Okay. Ja, ist nicht so schlimm jetzt. Müssen wir eh machen. Auf das habe ich komplett vergessen. Ja, so das kleine Feld. Da auf das habe ich komplett vergessen, dass wir da kalken müssen jetzt. Weil mir ist eh zu schnell gegangen auf einmal. Dass wir schon ansehen. Irgendwie. Wir haben zwar jetzt Wahnsinnsmaschinen schon, weil wir ja doch durch 2 Pflüge und so weiter, wenn wir zu zweit arbeiten würden, was weitergeht. Und 2 Gruber, 2 große nachher und so weiter. Halt 2 3 Meter Gruber und 2 Sämaschinen. Ja. Der Drescher ist auch halt, Drescherfahrer ist heute dabei die ganze Zeit alleine unterwegs gewesen.
Ja, das ist ja nur Raps hier, das geht schnell. Wir müssen ja vorankommen. Hat mich jetzt eh schon gewundert, dass wir so schnell schon wieder mit Lancer dran sind. Weil normalerweise sagst du ja, haben wir immer, weiß nicht, zu viert wären wir so schnell gewesen. Obwohl zu viert ist eh schon wieder problematisch. Weil was macht jetzt ja. Der vierte? Okay, der könnte sich in die Anhänger einfach hinstellen und dann mit dem Fenterweg grubbern, aber es ist halt immer so eine Sache mit dem. Weil die Anhänger sind dann auch relativ schnell voll, die können zwischendurch abgefahren, dann musst du wieder umkuppeln und so weiter. Geht's noch, ja. Ja, aber trotzdem musst du umkuppeln wie jedes Mal. Ja, ja, das stimmt. Oder du ziehst ihn mal halt rückwärts zum Hof, aber einen vollen Anhänger rückwärts zum Hof ziehen wird auch heftig. Ja, da hast du natürlich auch keine Bremse. Ja, brauche ich da auf der Map jetzt nicht wirklich. Weil. Aber wenn du 20 Tonnen und einen Anhänger dazu und du dann auf ein bisschen Geschwindigkeit bist. Ja, aber wieso habe ich keine Bremse? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil du keinen Luftrückschlag hier vorne anschließt. Naja, kannst. Dann tue ich halt eine Verlängerung drauf. Ja, dass du die ganz hinten, dass du die um deine Kabine umziehst. Ja, sicher. Ne? 20 Meter Schlauch? Ja, passt schon. Nein, keine Ahnung, aber es ist, ich weiß, dass das nicht so einfach geht, aber. Ich glaube nicht, dass dich der so überschieben würde. Auf der Ebene. Weil es ja nicht steil und irgendein Hang ist oder sonst was. Ja, wenn du langsam und gesittet fährst, dann geht das alles. Weil rückwärts kannst du kannst rückwärts teilweise genauso schnell fahren wie vorwärts. Ja. Mit den Traktoren kommt davon auf, was für Getriebe die halt haben. Ja, das geht mit unserem alten Steyr auch. Der fährt seine. Ja, die ganz alten Trecker, die drehen ja einfach den Motor da andersrum. Das weiß ich jetzt nicht. Bei uns ist ja, halt ein paar, die Getriebe. Ja, das Getriebe, die ist dasselbe. Nur du schaltest halt von vorwärts auf rückwärts. Halt da, du schaltest also dann nicht zwei im. Hebel. Ja, wir haben drei insgesamt. Du hast einmal sozusagen, das ist nur einer von Slow von Kraft auf Fahren. Geschwindigkeit. Halt Geschwindigkeit, ja. Das ist halt schlank, langsam und schnell eigentlich. Halt S und L steht drauf. Ja. Dann haben wir einen ganz normalen Gangschalthebel, der hat vier Gänge. 1, 2, 3, 4. Und dann, noch und dann haben wir nochmal vorwärts, rückwärts. Ja, die meisten haben das ja vorwärts, rückwärts und langsam, also langsam vorwärts, schnell vorwärts und rückwärts auf einem Hebel. Ja. Und das ist halt das. Der ist schon cool, wenn du rückwärts fährst. Mit dem Traktor. Ja, ja, stimmt. Weil der geht einfach. Ich glaube, der hat eine 30er Tafel sogar bekommen. Haben wir uns drauf gemacht. Und der geht 30 rückwärts. Schon ausprobiert, ne? Ja, sicher. Ist ja wohl lustig. Man, ja. Nur steuern kannst du fast so nicht. Ja. Das Geile ist halt, wenn du was nicht irgendwo ranschieben musst, schaltest einfach was nicht immer von vorwärts auf den Rückwärtsgang gleich um und du fährst genauso schnell. Keine Ahnung, wenn du zweite eingelegt hast, fährst du eben erstens mit der zweiten oder dritten weg gleich, wenn du nicht viel angehängt hast. Und du fährst genauso schnell vorwärts und rückwärts weg, das ist das Geile einfach. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so, dass sie die Schlepper so machen. Oder selten. Wieso? Obwohl die sind ja auch alle mit Fahrthebel, dass sie genauso schon halten, wenn du den ja. Weg nimmst. Müsste eigentlich genauso Fahrrad schnell vorwärts gehen, oder? Ja, ja, ja. Und auch die Steyr, die großen, die. Oder. CVT. Cave und sowas. Die laufen. Auch die Laschschalteten. Ja. Die laufen auch so schnell. Weil du hast ja irgendwo halt einen Fahrtrichtungshebel. Ja. Oder Knopf oder was du halt hast. Meistens hast du beides. Meistens hast du einen Hebel und einen Knopf. Mit was man halt lieber arbeitet. Es ist sogar so, dass es auf die Arbeiten drauf ankommt. Ja. Wenn du deine Hand zum Beispiel sowieso einen Multifunktionsgriff hast, dann machst du das da drüber. Aber wenn du halt noch wenn du deine Hand was weiß ich. Am Frontlader hast. Ja, ja. Dann machst du es über den anderen Hebel. Weil dann musst du die Hand nicht vom Joystick dann runterholen. Genau. Und du hast sowieso die eine Hand nach am Lenkrad und du kannst nachher geschwind mal so zack, zack und geht schon. Und sonst, wenn du heben musst und so weiter, dann drückst du halt nachher nur mit dem herum.
Ist halt Geschmackssache. Ja. Und ich kenne auch ein paar, zum Beispiel der Vater von dem Bauerntopfer halt, der kann mit dem überhaupt nicht umgehen, der mag das nicht. Weil der noch immer gewohnt ist von früher ganz einfach schalten, der mag den Multifunktionshebel überhaupt nicht, der benutzt nur den Links. Mhm. Weil er sagt, das ist nicht seins. Alles. Ja. Geschmackssache. So, aber ich würde sagen, wir beenden noch den Part für heute hier und sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Part LS13. Bis dann, tschüss. Ciao.